So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Und wir waren letztes Mal stehen geblieben im Turm von Mirage, glaube ich. Und betreten jetzt das Dam-Dam-Dam Luftschloss. Epic. Luftschloss, erster Stock, okay. Let's go. Kein Problem. Oh, Monster. Ein Tatzelwurm. Na, der wird locker besiegt mit ein paar Schlägen. Und Bob steigt eine Stufe auf. Sehr schön. Oh, schon wieder ein Monster. Zwei Monster. Ein Luftelementar und ein Tatzelwurm. Ja. Aber das ist auch kein Problem für uns, weil wir sind super stark und ultra mächtig. Und krieg hart rein. Und Bob haut zu. So. Jetzt kommt der nächste Raum und da ist eine Schatztruhe drin mit einer Giftklinge. Die Giftklinge ist, glaube ich, nicht gerade gut benutzt, um. Ne, die ist. Also das Schwert, was ich gerade habe, ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Aber ich habe ja. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Im letzten Part auf jeden Fall eine bessere Waffe gefunden, glaube ich. Und zwar den Defendor. Defendor. Irgendwas mit DEF. Und den werde ich gleich auf Krieg ausrüsten. Insofern er stärker ist als die Lichtklinge. Und das ist ja nicht. Habe ich das im letzten Video schon versucht? Ich weiß es nicht. Ich achte eigentlich mehr auf die Angriffszahl als auf die Trefferzahl. Und ich könnte mal wieder Heilung austeilen, würde ich gerade sagen. Das hat sich wohl erledigt. Egal, wir machen die auch ohne Hexer platt. Alles kein Problem. Zack. Und jetzt können wir ein bisschen engeln. Auf Hexi. Und ein bisschen Heil. Ran. Oh, ich hätte Erzengel mal ausprobieren können. Na egal. Ein bisschen Heilgarn. So, ach komm nochmal. Weil es so schön war. Jetzt haben alle mehr als genug. Also genug. Mehr als genug wäre nur, wenn sie übervoll hätten. Und ein Todesritter. Und ein Todesross. Und ich weiß immer noch nicht, was Schnaufen bringt. So. Ein paar Gil. Haben wir keine EP eben für den Kampf bekommen? Ist ja lame. Und ein paar Gorgos. Die besiegen wir mit Eisgar und mächtiger Hau drauf macht. Was war das? Giftnadel. Oh. Ne, es erwischt immer Bob. Also, den können wir dann schnell entgiften. Das ist alles kein Problem. Eisgar. Zack. So, und jetzt Endgift auf Bob. Antidot. So, Bob geht's wieder gut. Freu dich, Bob. Oh, mehrere Schatztruhen. Ne, 108 Kill, das ist nicht so viel. Und ein Kampf, das war klar. Ding, ein Tatzelwurm und ein Luftelementar. Die sind eigentlich relativ schwach. So, 5000 Gil und Protegring. Ein paar Gil und Heilerhelm. Was ich eigentlich nur ausrüsten möchte, ist. Warum habe ich bei dem die ganze Zeit kein verdammtes Kopfschutzding ausgerüstet? Ah, ich muss echt mal. Jetzt hingucken. Diamantreif, Rubinreif, Lederhandschuh, Protegring. Auf Bob. Okay, falls ich in dem Dungeon keinen Helm für Bob finde, werde ich danach rausgehen und für Bob einen Helm kaufen. Ja, ich bin jetzt Feuer. Ja. Feuer! Hey, das hat ihn fast gar nicht gekratzt. Aber meine Kralle kratzt ihn. Und das Schwert auch. Wir bekommen massenhaft überflüssiges Geld von diesen Viechern. Was wir gar nicht brauchen. So. Eisgar ist unser bester Freund und wird deswegen jetzt auch eingesetzt. Zack.
Heidi steckt eine Stufe. Sehr gut. Und wir machen einen Schritt und müssen wieder gegen Dunkelritter kämpfen. Gegen Dönerritter. Diesmal besiegen wir sie aber mit Blitzgar. So. Alle Dönerritter tot. Und wieder ein Höllenritter und ein Todesross. So, Höllenritter tot und Todesross auch tot. Ein paar Dunkelritter, kein Problem. Die werden mit Folger geplättet. Und mit starken Fäusten und scharfen Klingen. Und harten Hämmern. Zack. Hexi steigt eine Stufe auf, das ist sehr gut. Mehrere Schatztruhen und ein Kampf gegen einen Todesritter und ein Höllenross. Und Schnaufen bringt nichts. Oder Schnaufen ist eine sehr gute Attacke und hat eine niedrige Trefferrate. Bob steigt eine Stufe, whatever. Oh, 7900 Gil, wir brauchen keine Gil mehr. Oh, eine Potion, hey. Paar Gil. 1900 Gil. Wir brauchen eigentlich keinen Gil. Völlig unwichtig. So, Tatzelwurm besiegt, kein Problem. Das war auch easy. Erdmedusen. Den heizen wir mal ein bisschen ein. Na, die machen ja gar keinen Schaden. Null, gar nichts, nada. Und die halten noch nichts aus. Okay, Folger brauchte gar nicht eingesetzt zu werden. Um die Erdmedusen in die Schranken zu weisen. Ah, zwei Dunkelritter. Zwei Dönerritter. So. Und jetzt weiter geportet. Geportalt. Und ein Teufelsauge. Guck nicht so. Geht doch. Kriegsteck eine Stufe. Ich steige jetzt alle unterschiedlich schnell auf. Das ist ein bisschen nervig. Tatzelwurm. So, den haben wir auch schnell geplättet. Eine Hütte. Und einen Mithril-Helm. Den. Ich weiß schon, wem wir dem geben. Nämlich nicht Bob, weil der kann den anscheinend nicht tragen. Und wieder ein Todesritter und Höllenross. Schnaufen bringt nichts. Höllenritter tot. Schnaufen bringt nichts. Und jetzt die Todesrösser töten. Zack, das war's. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was ist hier drin? Schätze, wer hätte das gedacht? 13.000 Gil, das ist sehr schön, aber wir brauchen keine Gil. Und mein Emulator leckt ein bisschen. Warum zum Teufel tut er das? Der will mich doch nur ärgern. Ah, schon wieder Höllenritter und Todesrösser. Schnaufen bringt nichts. Übrigens, frohe Ostern an alle! Hey. Heute an dem Tag, an dem ich das ausnehme, ist nämlich Ostersonntag. Und ich habe schon mächtig Geschenke abkassiert. Schreibt doch mal in die Comments, was ihr so bekommen habt. Aber egal, darum geht's jetzt nicht. Es geht darum, den Tatzelwurm zu besiegen. Aber eigentlich könnte ich das auch im Schlaf erledigen, weil der nicht wirklich stark ist. Er setzt uns nichts entgegen. Und die drei hier bringen uns auch nichts entgegen. Ja, mit unserem Schild wehren wir alle Attacken ab. Und mit unserem Schwert schlagen wir knallhart zurück. So. Und hier ist ein Raum, wo ein Diamant drin steht. Den brauchen wir noch für später. Adamantite!